Secret of Mana ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele aus der NES-Ära. Was alles bei der Packung dabei war, schauen wir uns jetzt an. Moin! An dieser Stelle möchte ich mich zum ersten Mal beim guten Walter Wind für seine Inspiration für mich bedanken. Und zwar hat er bei dem 300 Abonnenten-Frage-Video gefragt, ob ich mir vielleicht mal Spieleberater anschauen will. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe keine gute Kamera. Ich habe mir jetzt mal eine relativ kurz entschlossen besorgt. Ich hoffe, die macht jetzt wesentlich bessere Bilder und dass ihr vielleicht auch so einen Unterschied sehen könnt. Secret of Mana ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele aus der NES-Ära und vor allem natürlich auch durch diese große Box. Ich weiß auch ganz genau, ich habe das damals zu meinem Geburtstag bekommen und da merkte man sofort, das ist was ganz, ganz Besonderes hier. Und da war natürlich auch dieser Spieleberater dabei. Da blättern wir jetzt einfach mal durch. Gucken wir mal, das war im Prinzip eine Komplettlösung für das Spiel, weil die Japaner anscheinend dachten, die Europäer, die haben nichts im Kopf, die bauen eine Komplettlösung. Also, lass uns mal etwas durchblättern. So, fangen wir einmal mit dieser wunderschönen gestalteten Packung an. Und zwar steht es ja schon groß drauf, 76 Seiten Spieleberater inklusive. Multiplayer-Adapter nicht enthalten, wobei, wenn man das genau führt, das haben die anscheinend nachträglich draufgeklebt. Das ist auf jeden Fall jetzt nicht auf der Packung eingeprägt oder aufgedruckt fest wie das. Das schien damals zu Verwirrung gekommen zu haben, weil das Spiel kann man ja auch mit drei Spielern spielen, wie es hier auch drauf steht, aber wahrscheinlich so mal die für Idioten-Lösung, sage ich mal. 16 Megabit, das war damals auch ein großes, großes Verkaufsargument. Man muss natürlich beweisen, dass es wirklich ein besonderes Spiel ist, was richtig, richtig groß ist. Genau, batteriegeschützter Speicher bis zu 4 Spiele, auch das war damals nicht unbedingt selbstverständlich. Das erste Spiel einer neuen Action-Adventure-Rollenspielreihe. Das ist natürlich glatt gelogen, wie man im Nachhinein weiß, da das Mystic Quest für den Game Boy ja im Prinzip der erste Teil ist. An den Seiten ist nicht viel was anderes. Secret of Mana mit der Adresse eben. So, und hier Groß Ostheim auf jeden Fall. Sollte jedem Kind der 90er, der Nintendo gespielt hat, ein Begriff sein. Auf der Rückseite haben wir eine schöne Auswahl aus Szenen von dem Spiel hier vom Anfang. Hier mit Lufti hieß er, glaube ich, oder? Der Drache, oder habe ich ihn immer nur so genannt? Keine Ahnung. Wüste, Höhle, alles dabei. Das Gute und das Böse im Kampf um das Herz des jungen Kriegers. Und natürlich nochmal groß der epische Kampf dargestellt. Und hier nochmal mit dabei ist der 76 Seiten Spielerberater mit ausführlichem Kartenmaterial, Informationen über Gegenstände, Waffen, Taktiken und viele mehr. Er führt dich durch eine sagenhafte Welt, deren Ende nahe ist und du und deine Mitstreiter, wenn du und deine Mitstreiter nicht eingreifen sollten. Gut. Auf jeden Fall, das ist die Packung, die ich meine Sammlung habe. Wie man sieht, sind natürlich so ein paar Ecken dran, die nicht ganz so okay sind. Aber mir war wichtig, für so ein besonderes Spiel auch die OVP zu haben. Und hier haben wir ihn, warum ihr am Prinzip eingeschaltet habt, den Spieleberater. Auch der, ich glaube, dass das Rot war mal wesentlich intensiver. Ist natürlich ein bisschen ausgeblichen, ein bisschen ja, benutzt, weil damals hat man das auch benutzt. Also ich weiß auch ganz genau, wie ich immer mal wieder nicht weiterkam und da war ich mal ganz froh, dass ich diesen Spieleberater einfach dabei hatte. Ne? Hier steht es auch groß drauf, Vorsicht, wer dieses Buch verliert, ist verloren. Das kommt auch ungefähr hin. Also zumindest heute würde man natürlich das ganz einfach immer nachschlagen im Internet. Damals ging das natürlich nicht. Schlagen wir es auf. Hier haben wir nochmal das offizielle Seal von Nintendo, um zu sagen, das ist wirklich Qualität. Zur Beachtung, dies ist eine präzisionsgefertigte Spielkassette. Früher hieß es noch Kassette. Sie sollte weder übermäßiger Hitze noch größerer Kälte ausgesetzt werden. Die Kassette nicht anstoßen, fallen lassen und nicht auseinandernehmen. Logisch bekommt, ich glaube, kein Medium irgendwie gut. Anschlusskontakte nicht besprühen, verschmutzen oder mit Feuchtigkeit in Berührung bringen.
Dies kann die Spielkassette und oder das Grundgerät beschädigen. Na gut, heutzutage weiß man es natürlich besser, mit Alkohol die Kontakte reinigen. Das ist ja für jeden Retro-Sammler keine neue Sache. Nicht mit Verdünner, Benzin, Alkohol oder ähnlichen Lösungen reinigen. Jungs und Mädchen, ich glaube, wir machen das jetzt die ganze Zeit falsch, wenn wir die Kontakte reinigen. Hier steht eindeutig nicht mit Alkohol. Okay, gut. Hebe die Spielkassette nach Gebrauch in der dafür vorgesehenen Packung auf. Okay. Gut, wenn Sie meinen. Das finde ich irgendwie komisch, weil beim Gameboy gab es ja diese Plastikhöhlen noch wenigstens dazu, ne? Aber hier, na gut. Überprüfe stets die Kontakte deiner Spielkassette auf Verunreinigung, bevor du die Spielkonsole einsetzt. Okay, das gilt heute immer noch. Inhalt überspringe ich mal, das sehen wir ja alles. Und hier sehen wir schon das schöne Artwork. Dieser Baum, der hat sich bei mir einfach in den Kopf eingebrannt. Ich weiß nicht. Ich finde dieses Artwork so schön. Ich habe mir den auch in meinen Flur aufgehangen. Es ist schön als ja, einen schönen Rahmen ausdrucken lassen. Macht sich sehr schön. Auf einem vergessenen Kontinent in einer anderen Zeit lebt ein Volk, das keinen Göttern huldigt und keinen Herrscher unterliegt. Also keine Ahnung, ich werde jetzt nicht immer alles vorlesen, aber jetzt zum Einstand etwas zu die Story. Wobei die Story an sich, die fand ich eigentlich immer relativ, ja, Standard. Also damals war es natürlich okay, schön, war man nicht unbedingt sowas gewohnt, aber heutzutage ist das natürlich, naja, gut. Ein Volk, das in Frieden und Weisheit lebt und das seine Kraft nur aus einem schöpft, dem magischen Mana-Baum. Das ist der hier. Okay, ich fasse es, glaube ich, doch lieber etwas zusammen. Also, ne, wird gedroht, dass der zerstört wird. Ihr seid der Mana-Ritter, bla bla. Ihr kennt wahrscheinlich alle das Spiel. So. Dort in jenem Felsen ruhte das Schwert seit Ewigkeiten bis zu jenem Tage, an dem ein Junge das Schwert aus dem Felsen herauszieht. Das ist die Szene. Die kennt, glaube ich, jeder, die ist sehr ikonisch, wie man von diesem Wasserfall fällt und so weiter. Wie das in die bösen Mächte befreit und der Frieden des Landes ist in Gefahr. Nun gilt es, das Schwert zu nutzen und die Welt zu retten, denn noch ist es nicht zu spät. Kommen wir zu den ungefähren Funktionen. Das war ja wirklich alles durchaus solide belegt. A-Knopf rennen, B-Knopf angreifen, dann haben wir X und das Ringmenü, das bekannte, da kommen wir gleich noch zu. Y, aufrufen, widerrufen, des Spielermenüs. Also das fand ich immer etwas verwirrend, ehrlich gesagt. Dass das Y war ja das Menü von dem einen Charakter, den man gerade steuert, weil man hatte ja die bis zu drei Leute. Und der X dann halt die anderen beiden. Warum man das nicht irgendwie besser verknüpft hat, also da kam ich durchaus immer mal wieder durcheinander. Also da war das Ringmenü nicht immer gut. Seitwärts oder rückwärts laufen, das hat man eigentlich nie benutzt. Also hier L und R und B-Knopf auf einmal. Also ich persönlich habe das nie benutzt. Ich habe das auch, dieses Feature irgendwie nie vermisst, ehrlich gesagt. Select-Taste wechselnder Charaktere. War sehr gut. Also ich habe eigentlich zum Schluss immer damals zumindest mit der Koboldin gespielt. Keine Ahnung, die war mir irgendwie sympathisch. Beginn des Spiels, klar, neues Spiel. Speichern könnte man ja nur in den Gaststätten und noch woanders. Ich bin gerade am Überlegen, ob das bei dem Kater auch ging. Ich habe es gerade nicht genau am Kopf. Bereits begonnenes Spiel der Laden, klar, man wählt es einfach aus. Hier haben wir noch eine schöne Übersichtskarte mit der Reise, was einen alles erwartet. Das sieht irgendwie gar nicht so groß aus, ne? Aber wenn man erstmal im Spiel ist, ist das viel, viel größer bei den ganzen Örtlichkeiten. Da kommen wir ja später noch zu, ne? So, Monster in Magie. Sammelt Informationen. Auf eurem Weg durch das Land Mana werden euch viele Mysterien begegnen. Boah, es geht eigentlich, oder? Also ich fand immer, dass das Spiel so relativ straightforward war, also in so einem Zelda und so, da waren mehr Sachen auch wirklich versteckt, finde ich. Also klar, man muss natürlich die Augen offen halten, wie die Lösung ist und so weiter, aber an Geheimnissen, was man wirklich, ja, finden musste, da war zum Beispiel in Zelda wesentlich mehr. Die wichtigsten Einrichtungen, Hotels, genau, also immer im Hotel, wenn ihr ein Hotel seht, im Zweifel immer schlafen, weil da könnt ihr abspeichern und seid eigentlich sehr, sehr günstig, sowohl Mana als auch Lebenspunkte erholt. Das war immer sehr, sehr hilfreich. Läden, auch da natürlich Standard. Man ist in eine neue Gegend gekommen, man geht erstmal in die Läden und guckt, ob es da irgendwelche neuen Waffen, neuen Rüstungen gibt, die man denn kaufen konnte. Das brauchte man auch auf jeden Fall.
der Schmied, der gute alte Berti, die ja einen immer die Waffen verbessert, wenn man die, von den Bossen die, diese Orbs, Waffen-Orbs erhalten hat, dann konnte er einen die wirklich verbessern. Auch eine feine Sache gewesen. Kanonireisen fand ich damals herrlich, die Idee mit einer Kanone rum hin und her geschickt werden. Also im Prinzip ist das eine Art von Schnellreisesystem. Man konnte sich natürlich jetzt nicht komplett wie in diesen modernen Spielen frei bewegen in der Landschaft und so weiter. Aber damit konnte man sich dann quasi zu bestimmten anderen Punkten schießen lassen. Brauchte man später auch, aber ich finde es lustig, dass sie es einfach als Kanone gemacht haben. Also auf die Idee muss man erstmal kommen, ne? So, auf in den Kampf. Ja, hier haben wir die ganzen Zustände, die einen die Gegner versetzen können. Sowas wie zum Beispiel Orientierung verloren, bewegungsunfähig, bewusstlos, verwirrt und so weiter. Konnte man natürlich auch immer relativ gut durch irgendwelche Gegenstände denn heilen, aber ja, also gegen ganz normale Gegner war ein bisschen nervig, aber naja. Aber natürlich gibt es auch Waffen und Zauber, womit ihr denn quasi diese Zustände auf eure Gegner packen könnt. Alles nette Boni, aber war es irgendwie nie kriegsentscheidend. So, die Waffen. Die haben nämlich nicht nur ja, optische Unterscheidung, sondern damit konnte man auch Sachen machen. Wie gesagt, Schwert und Axt, da konnte man sich hier durch die Dickichte durchkloppen. Brauchte man halt, war teilweise natürlich ein bisschen nervig, wenn man gerade eine andere Lieblingswaffe hatte und dann kommt wieder ein Gebüsch oder sowas, schnell jetzt die Waffe wechseln. Also im Prinzip nette Idee, Mystic Quest hatte das ja auch, also das Mystic Quest auf den Game Boy, wenn ich das jetzt immer erwähne, meine ich die Game Boy, ja, Game Boy Version, was mich schon damals immer verwirrt hat. Muss man immer halt wechseln, ist ein bisschen nervig. Mit der Axt könnt ihr noch so Steine zerhauen, mit der Peitsche Abgründe überwinden. Bogen und Speer sind Distanzwaffen, war ich nie in dem Spiel ein Fan von, ehrlich gesagt. Also ich bin eigentlich meistens mit Peitsche, ich glaube den Speer und dem Schwert rumgerannt. Deswegen fand ich es halt teilweise immer so ein bisschen nervig, was jetzt die Axt angeht. Vor allem, jetzt muss ich die noch mal schnell ausrüsten. Also nett gemeint, für mein Gimmick war es mal nett, aber es war durchaus schon nervig. Magie, ja. Der Junge konnte ja keine Magie einsetzen, aber die beiden Mädels. War immer sehr, sehr umständlich, fand ich auch. Also da auch von der Bedienung her. Klar ist natürlich ein Kind seiner Zeit, würde man heute auf jeden Fall anders machen. Immer Ringmenü auswählen, Ziel wählen. Okay, Ringmenü auswählen, Ziel wählen. Also da wäre schön, wenn es quasi irgendeinen Hotkey gegeben hätte. Also statt hier L und R für Seitwärtslaufen zu nutzen, hätte man das vielleicht irgendwie besser auf die Magie mappen können. Aber na gut, nachher ist man immer klüger. Genau, also Magieattacken lief halt natürlich immer so oder läuft halt immer so, dass die Mädels halt einen dieser Magiegeister beschwören, der dann halt eine besonders starke Attacke dann quasi aufregnen lässt. So, hier haben wir das berüchtigte Ringmenü, was man durch die Tasten dann entsprechend hervorgerufen hat. Wie man sieht, wird hier alles schön erklärt. Der Held, normale Held, der Junge, hat natürlich alles ohne die Magie. Und das war halt immer, man hat es hervorgerufen und dann Waffen hat man jetzt natürlich nicht so oft ausgerüstet. Ausrüstung, Kontrolle und so weiter. War ganz okay, ist natürlich sehr berühmt, diese Menüart, aber so hundertprozentiger Fan. Also ich merke gerade, ich mache das Spiel irgendwie voll schlecht, obwohl ich das voll gerne mag. Aber man muss hier auch auf etwas Unzulänglichkeiten irgendwie achten. Im Prinzip war es ganz okay gelöst, aber wie gesagt, das mit der Magie fand ich etwas fummelig. Waffenring, genau, also ihr, das läuft jetzt immer so, ich bespreche das mal an einem Teil hier auf jeden Fall, dass ihr hervorruft und dann konntet ihr halt immer dann quasi auswählen, was für eine Waffe ihr gerade tragt. Das Problem ist, was man vielleicht heute auch machen würde, ist es nicht so, dass ihr den Waffenring hervorruft und dann quasi für jeden Charakter die Waffe zuordnet. Nein, ihr müsst diesen Optionsring, nenne ich ihn mal, für jeden Charakter einzeln hervorrufen. Und das ist dann teilweise halt etwas fummelig. Also zum Beispiel bei neuen Octopath Traveler ist das zum Beispiel nicht so. Das geht genauso mit der Ausrüstung, mit Magie und so weiter. Der Kontrollring, was ich damals halt auch gar nicht so schlecht finde,
Und zwar zeigt er hier erstmal an, wie viel man vom Level bei welcher Waffe und bei welchem Zauber man aufgestiegen ist. Weil das verfolgt die Prämisse, je öfter ihr etwas benutzt, desto höher ist das Level. Und dann hat man das mal sehr schön in der Übersicht gesehen. Das Verhaltensmenü fand ich auch sehr schön, weil man die anderen beiden ja im Zweifel, wenn man das nicht mit einem anderen gespielt hat, konnte man den einstellen, ob sie sehr passiv sein sollen und im Prinzip überhaupt keinen angreifen sollen oder sehr offensiv und forsch vorgehen sollen. Das war vor allem dann praktisch, wenn man gerade durch irgendein Gebiet läuft, wo man vielleicht vom wesentlich höheren Level war, dass man einfach nur durchlaufen wollte, weil man genau wusste, Kämpfe bringen einen nichts. Da konnte man quasi seine Begleiter ganz gut dann auch mal zurückpfeifen. So, die Tastenbelegung konnte man so etwas anpassen, aber wie gesagt, bringt halt nicht, teilweise nicht so viel. Fensterfarben konnte man anpassen und die Rahmen, okay, gut. Ist halt so, Kleidungsmenü. Da fand ich immer schade, dass man zwar Kleidung kaufen konnte, aber dass sich das Aussehen der Charaktere damit nicht verändert hat, wie zum Beispiel in Diablo und so weiter. Aber das war zu der Zeit durchaus üblich. Also das will ich jetzt nicht als Negativpunkt damals groß machen. Genau. Dennoch hier ein normales Statusmenü. Also keine Angst, es ist etwas trocken. Ich überspringe hier mal etwas, damit man etwas mehr herumschweifen kann. Ja, die Helfer. Und zwar, genau, Lufti hieß er wirklich. Der Drache, den bekommt man so zum letzten Drittel des Spiels, glaube ich, ungefähr. Damit kann man sich dann quasi aus Super Mode 7 sich dann frei in der Welt bewegen. Ich weiß noch, wo ich den damals bekommen habe und das war wirklich so ein Wow-Effekt, weil man plötzlich diese Welt, also heutzutage ist natürlich Open World, ist natürlich Standard, aber damals, boah, das war richtig, richtig geil. Victor, ja, so ein bisschen am Anfang euer Mentor hieß das Wort, genau. der euch quasi reinbringt und so weiter ein bisschen durchführt. Ja, fand ich als Charakter immer ein bisschen austauschbar und relativ unwichtig, ehrlich gesagt. Also mit denen habe ich nie eine Bindung gehabt. Aquaria, da haben sie jetzt hier keine schöne Zeichnung irgendwie. Aber da fand ich immer, wenn man hier die Augen ansieht, ich fand die immer, die sah sehr, sehr böse aus, weil das scheint so, als ob die rote Augen hätte. Deswegen fand ich die eigentlich immer eher als Fiesling, wobei natürlich so die erste Schreinwächterin ist, die euch weiterhilft und sowas. Ist eine der guten auf jeden Fall. Aber ich fand immer, die sieht böse aus durch diese roten Augen. Berti, mein absoluter Kumpel, der Zwerg, den fand ich immer sehr cool, dass der updatet eure Waffen. Raffi, ja, Hassliebe. Und zwar ist es der Wucherkater, wo ihr immer zu sehr, sehr überhöhten Preisen Items kaufen konntet. Der Vorteil, würde man natürlich nie machen, aber der Vorteil daran war, ist, dass ihr auch mal frei in der Welt und vor allen Dingen auch kurz vor Bossen war. Das heißt, ihr konntet kurz vor Bossen genau abspeichern und euch eure Vorräte aufrüsten. Das war natürlich sehr, sehr praktisch und hat man immer gerne mitgenommen, aber halt zu einem gewissen Preis natürlich, ne? So, Kanoni, wie gesagt, die schießen euch rum. Hagen war etwas nervig, weil das war, ja, im ersten Drittel ungefähr ist das ja Plotpoint, dass das Mädchen, das ist der Verlobte von der Prinzessin, die jagt den hinterher, war ein bisschen nervig. Zappler fand ich immer lustig, nur natürlich nicht, wenn ihr selber in einen Zappler verwandelt wurdet, ne? Wichtige Gegenstände. So, Bonbon, Schokolade, Honig, Heilkräuter, Walnuss. Die heilen euch. War immer sehr, sehr praktisch, die zu haben. Honig auch. Und zum Schluss, ja, die Heilkräuter, falls ihr halt irgendwie vergiftet sein solltet und so weiter, was natürlich manche Gegner machen. Die Walnuss war sehr, sehr wichtig, weil die euch die Magiepunkte erhöht. Lebenswasser ist auch wichtig, damit könnt ihr gestorbene Charaktere ja wiederbeleben. Fässer. Ja, ich glaube, so richtig benutzt habe ich die damals nicht. Also man konnte die kaufen, wie man hier sieht, dann sind die so lustig, ja, als Fässer verkleidet, konntet ihr halt dann unbehelligt bei irgendwelchen Gegnern vorbeikommen. Wundertau, sehr wichtig, bringt euch immer zum Anfang des Dungeons hinüber. Schrumpfhammer, ja, storybedingt brauchtet ihr das. Und zwar muss man ein ja, Miniaturdorf besuchen und da muss man natürlich erst rein, das geht denn damit. Die Lufti-Trommel, damit ruft man den Lufti und Zapplergürtel ist, glaube ich, dass der ein, genau, dass man nicht gezappelt werden kann, dass man zum Zappler wird. Waffen-Upgrades, ich merke schon, es wird sehr laberig, aber ich will das alles in Ruhe mit euch durchgehen.
So, die Macht der Waffen. Habt ihr verschiedene Waffen? Dann wird euch erklärt, dass ihr mit diesen Orbs halt die Waffen upgraden könnt. So, hier sieht man auch, wie das vom Level her steigt. Ich glaube, es gab maximal 9 Level und dann konntet ihr halt den Schlag immer weiter auffüllen, also aufladen, so ist das Wort, und dann an eine besonders mächtige Attacke führen. Und je mehr höher im Level wart mit der Waffe, desto mehr Schaden konntet ihr natürlich machen. Das Level, das maximal erreichbare Level ist aber mit diesen Upgrades der Waffen quasi verknüpft. Das mit dem Vernichtungsschlag wird da auch nochmal erklärt. Hier wird nochmal alle Magie der beiden aufgeführt. Da gehe ich jetzt auch nicht groß ins Detail rein. Also es gibt im Prinzip diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedenen Zaubergeister, die euch die Fähigkeiten geben. Es ist so, dass die Koboldin eher die Schadenszauber macht, während die Prinzessin oder das Mädchen unterstützende Zauber, wie zum Beispiel hier die Heil zum Beispiel und so weiter. Das war ganz gut aufgeteilt, wie im Prinzip bei jedem modernen Rollenspiel auch. Es gibt den Zauberer, der eher den Schaden macht, und einer die Heilerin, typische Support-Charakter eben, ne? So, 1, 2, 3 Spieler. Hier wird nochmal erklärt, auch mit diesem Multitab. Ich habe den Multitab leider nicht gehabt. Ich habe das damals aber mit meinen Nachbarn hauptsächlich gespielt, das Spiel damals. Also haben wir das zu zweit gespielt. War wunderbar, dass man so ein schönes, komplexes Spiel auch zu zweit spielen konnte, auf jeden Fall. So, das waren die Grundlagen und dann kommen wir jetzt zur Story. Wie gesagt, da wird euch überall kurz erklärt, wie der Ablauf ist. Ja, am Anfang ist das typische, ja, ihr kennt das Intro wahrscheinlich. Man wird von seinen Kumpels getrennt, man findet ein Schwert, womit man sich dann wieder zum Dorf zurückkämpft. Dadurch, dass es natürlich das Mana-Schwert ist, natürlich ist es das magische Schwert. Wenn man natürlich irgendwo im Fluss ist, denkt dran, wenn ihr irgendwo sonst wo seid, ein Schwert im Stein stecken seht, im Zweifel lieber drin lassen, weil sonst seid ihr der Auserwählte und es ist viel Böses, ne? Also ein Schwert im Stein war nie ein normales Schwert, ne? So, dann wird man aus dem Dorf verbannt. Traurige Situation, das fand ich noch. Damals war ich auch relativ überrascht, dass man so hart von diesem Dorf angegangen wird und vom Heimatdorf vertrieben wird. Das fand ich echt traurig damals. So, und dann unterstützt euch aber der Viktor, der euch dann quasi bekannt macht. Ihr reist ins nächste Dorf, ins Königreich Pandoria, und dann lernt dort das Mädchen kennen. Also ich finde allgemein, die Aufmachung ist sehr schön gemacht, mit sehr vielen Bildern auf jeden Fall. So. Mit dem Mädchen geht ihr dann zu den Zwergen, wo ihr die Kobolden denn trefft. Auch da ist der Boss wieder zum Schluss. Den fand ich eigentlich ganz einfach. Der Sichelanbeter, der erste Boss, den fand ich relativ hart, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, da stirbt jeder oft. Da wird man aber immer netterweise immer wieder belebt. Um einfach, ja, so eine Art Tutorial ist das denn logischerweise. Was auch nicht selbstverständlich damals war, ne? Also das war schon etwas Besonderes. Genau, hier wird dann auch wirklich ganz genau erklärt, wo man hin muss. Das heißt, es ist wirklich, hey, du kommst hier nicht weiter, guck da mal rein. Also das fand ich für so ein komplexes Spiel damals nicht schlecht. Und man muss bedenken, das war natürlich, ich glaube, etwas teurer als jetzt die normalen Super Nintendo-Spiele, aber jetzt auch nicht so viel. Und so ausführliche Dokumentationen und so weiter, das kriegt man natürlich heutzutage nicht mit, aber man kann ja auch im Internet alles gucken. Meine Favoritin war immer die Koboldin, ich fand die immer klasse, weil die vom Charakter frech war und so weiter. Das Mädchen, ja, das fand ich immer etwas langweilig. Das war immer, finde ich, etwas einseitig. Die war echt frech und so weiter. Fand ich immer klasse. So, und dann ist man dann zu dritt. Also da gibt es aber auch so Wege. Man kann auch zur Hexe, glaube ich, ohne das Mädchen, was man dann halt später trifft, theoretisch. Da gibt es dann halt so verschiedene Wege, die man dann machen kann. Aber dann muss man sich auch durch den Hexenwald kämpfen. Den fand ich immer sehr, sehr nervig. Und zwar, man sieht es hier vielleicht so etwas am Screenshot. Es gibt da diese Bogenschützen. Die sind dann durch irgendwelchen Gestrüpp geschützt. Und das war immer sehr hart, um da hinzukommen. Aber da hat man eine meiner Lieblingswaffen bekommen, und zwar
die Peitsche, auch das Hexenschloss. Also wenn ihr Details haben wollt, könnt ihr natürlich gerne in meinen Let's Play reinschauen, was ich dazu habe. Ja, und da kommt auch der härteste Boss, der Schmusekater. Der hat mich damals echt zur Verzweiflung gebracht und auch in meinen Let's Play jetzt wieder. Der ist wirklich einer der härtesten Bosse, die es gibt, weil man kann ja noch nicht so wirklich zaubern. Der springt denn hier von Balkon zu Balkon, ist ganz schwer zu treffen, haut extrem alle um. Und vor allem, weil das Hexenschloss ja vorher und auch der Bereich vorher schon hart war, hat man da schon seine Heilmittel relativ gut aufgebraucht. Also den fand ich wirklich immer sehr, sehr krass. Und ja, also das war echt immer eine heftige Sache. Aber wenn man den endlich besiegt hat, kam man da weiter. So, und dann hat man hier auch den ersten Zauber bekommen, und zwar Froster. Froster habe ich immer sehr, sehr, sehr gerne benutzt, weil das nämlich einen Heilzauber hatte bei der Prinzessin. Und sowas nimmt man natürlich dann immer durchaus gerne mal mit, würde ich sagen. Ne? So, dann geht's zum Lava-Tempel, wird man dann geschickt. Ist eigentlich ganz nett. Zuerst Wasser, dann Lava. Dann bekommt man auch hier den Zaubergnomen, der Feuermutant, das war eigentlich ein relativ einfacher Boss. Also da fand ich es noch mal. Genau, hier gab es auch die Fischechsen, die waren auch sehr, sehr nervig, weil die nicht so einfach zu besiegen waren. Also da fand ich hier den Schwierigkeitsspike, sage ich mal, von den Schmusekater. Denn die nächsten Bosse, die gingen alle erstmal. Also da haben sie nicht vernünftig ausbalanciert, würde ich sagen. So, genau. Der Lavatempel war halt auch okay. War relativ einfach zu meistern auf jeden Fall. So, dann schauen wir mal weiter. Entschuldigung für den Schnitt, aber die Kamera kann nicht mehr als 30 Minuten filmen. So, die Ruinen Pandorias. Tantalus taucht auf. Da weiß ich echt noch, dass es da etwas verwirrend war. Und zwar wegen der Heidi. Das hat mich ja auch schon beim Let's Play irgendwie so etwas genervt. Weil man kann dort erst rein, wenn man auf diesen Dorfbewohner Heidi, was wohl eine alte Freundin von dem Mädchen war, angesprochen hat. Aber auf die Idee muss man erstmal kommen, da jeden anzulabern. Das war so ein bisschen, ja, also das hätte man auf jeden Fall besser machen können, denke ich mal. Die Höllenmauer als Boss war, ja, auch nicht gerade einfach, weil es einfach nervig war. Also es war, der Kampf hat sich sehr, sehr in die lange Länge gezogen. Er war jetzt nicht schwer vom Kampf her, sondern weil es sich einfach so in die Länge gezogen hat. Und dann muss man halt wirklich so lange durchhalten. Ja, dann kommt man wieder zu Aquaria. Und dann weiß ich noch, das war was Besonderes. Und zwar wurde der Samen gestohlen. Und man kam auf dieses Luftschiff. Das war richtig, richtig klasse. Der Boss war sau einfach. Aber das war wirklich cool. Da hat man auch den Fiesling, ach, wie hieß er nochmal? Steht das hier irgendwo? Auf jeden Fall den Fiesling kennengelernt mit seiner Diebesbande hier, mit den beiden Fiesling, mit seinen Kumpanen. War sehr, sehr cool. Wie gesagt, sehr einfach. Der Boss war kein Problem. Sollte eigentlich jeder, ich glaube, beim ersten Mal schon auf jeden Fall schaffen. Dann zurück zum Wasserpalast, den Samen zurückgebracht, aber da ist natürlich Verrat, genau, Markus hieß er, genau. Der Jabberwocky, der war auch eher so ein, naja, Boss, würde ich sagen. Und hier das große Feature, verreisen mit den Kanoni, Reisebüro, herrlich mit der Kanone. Also da hat man zuerst mal den Kontinent gewechselt und ging in den Weich der vier Jahreszeiten, das da selber auf die Idee zu kommen, wie man das Rätsel hier löst, das ist echt nicht einfach, aber zum Glück gibt es ja den Spieleberater. Und zwar ist das ein Wald, der aus vier Jahreszeiten besteht. Also es gibt diese vier großen Bereiche, wie man hier sieht, die sind auch so aufgeteilt. Also Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Und man muss die in einer bestimmten Reihenfolge ablaufen, also im Zweifel die Folge der Jahreszeiten. Dann öffnet sich erst ein Pfad, also da muss man erstmal drauf kommen. Das ist auch das Zapplerdorf und ich, wie gesagt, ich finde diese Zappler, ach, finde ich herrlich. Ja, diese Minuskreaturen, die sind wirklich nervend. Also, weil die sich immer so Kugeln ein wegschubsen und so weiter. Auf jeden Fall ist da ja auch das Zuhause von der Kobolde, wo man dann da auf jeden Fall hin wollte. Das Tornado-Küken war vom Boss her eher, naja,
Dann hier das mit den Orb, das haben sie später gerne gemacht. Das ist so ein Orb, der im Weg steht und man muss ihn dann halt mit einem bestimmten Zauber dann quasi beschießen, dass der sich öffnet. Hier hat man natürlich vorher die Elektra bekommen und dadurch kam man dann auf jeden Fall weiter. So, dann im Trüffeldorf. Das fand ich immer klasse, diese Stimmung her, auch dass man sah, weil es sind diese Pilze, die hat man vorher als Gegner immer nur gesehen. Aber da haben sie plötzlich ein Dorf, sind friedlich und so weiter. Gut, das Höhlensystem dahin sieht halt immer wie anders aus. Und da geht man in eine Höhle, um hier diese Meuchelnatter, das war auch ein Boss, der wie immer relativ einfach war, und hat den Nufti befreit. Herrlich! Herrliche Szene. Ist da natürlich noch sehr klein. Befreit man denn, kann man denn aber noch nicht nutzen. Das kommt erst später. Was ich so etwas schade finde, aber das ist ganz okay, weil am Anfang wird man halt dann immer schön geleitet und später halt hat man die Open World. Ich glaube, wenn man das schon vorher so frei hätte, dann würde man eh sehr verwirrt sein und wüsste gar nicht, wo man hin soll. Dann kommt das Wüstengebiet El Sandala. Das weiß ich auch noch, das ist, weil da quasi jeder Bildschirm gleich aussieht, da bin ich auch sehr, sehr lange rumgeirrt, um zu wissen, wohin. Kommt man zum Sandschiff, was im Prinzip so wie das Luftschiff ist, nur halt, ja, im Sand. Der Boss Al Cybermax war jetzt auch nicht so schwierig. So, denn El Oasis, das ist quasi die Wüstenstadt, halt ganz normale Stadt. Wird man denn quasi denn danach zum Gegenteil geschickt? Weihnachtsinsel. Und da weiß ich noch, da fand ich richtig klasse, dass man auf der Weihnachtsinsel den Weihnachtsmann retten muss. Also so quasi in dieser Welt ein Crossover quasi mit unserer Welt. Also das ist ja auch nicht gerade selbstverständlich, ne? Sehr schön bekommt man dann den Vesuvio dazu, dass man Feuerzauber hat. Ja, hier haben sie dann halt so langsam angefangen, auch Gegner zu recyceln, was natürlich logischerweise ist. Haben sie natürlich auch durchaus natürlich auch aus Platzgründen gemacht. Ich meine, die Speicherkapazität auf so einem Modul ist natürlich begrenzt und da muss man natürlich halt Sprites und sowas recyceln. Macht man halt andere Farben, zack, ist ein neuer Gegner. Ne? Deswegen diese Fischechsen fand ich immer sehr, sehr nervig. Waren ja auch vorher schon mal da, weil die einfach sau viel aushalten, ja. Die sind nicht gefährlich, die machen nicht viel Schaden, aber die halten halt viel aus. Die stunnen einen, ich glaube, die fressen einen so auf, dass man dann eine kurze Zeit bewegungsunfähig ist. Einfach halt nervig. Jetzt ist nicht anspruchsvoll, sondern nervig und ja. Gut, Eismutant war auch relativ einfach, natürlich logischerweise Feuerzauber drauf kloppen, bopp, ging's. Danach geht's dann ins Feuerpalast, wo natürlich das Gegenteil ist. Ich glaube, der Minotaurus war jetzt auch nicht. Oh, muss mit Blitzschlägen überwunden werden. Ich hätte jetzt gedacht, Feuerpalast, das mit der Frost da. Aber na gut, im Zweifel, wie bei jedem anderen Rollenspiel, das, was man quasi gerade gelernt hat, da irgendwo, wo ist die Elektra? Genau, muss man halt auch irgendwann anwenden, ne? So, dann geht's zu den Rebellen. Das fand ich auch sehr schön. Das hat die Szenario von den üblichen Elementen, halt Feuer, Eis und so weiter, ein eher so urbanes Szenario bewegt. Das fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. War sehr schön, schöne Story, muss man sich Rebellen anschließen, die gegen das böse Imperium. Natürlich ist das Imperium böse. Also es gibt, glaube ich, kein solcher Spiel, wo das Imperium das Gute ist und die Rebellen die Bösen sind. Ne? Das ist irgendwie komisch, aber das führt ja dadurch mit zusammenhängen, dass man eigentlich immer mit dem Underdog ist und das große, mächtige Imperium, ja, das muss halt immer böse sein. Keine Ahnung, wieso. So, und dann muss man wieder, auch hier hat man langsam diese Assets recycelt. Das hat natürlich ungefähr denselben Stil wie die Ruinen von Pandoria. Auch hier von Gegnern her die Höllenmauer. Auch da sehr, sehr nervige Gegner. Vor allen Dingen hier besonders nervig, wie man sieht, da ist die Höllenmauer. Und wenn man hier weitergeht, also wie gesagt, ist alles immer sehr schön aufgemacht, dass man ganz genau weiß, wo man hin muss. Dann geht es hier zum Panikmeister, wie man sieht hier, man geht im Prinzip einen Raum weiter und schon zack, deswegen sind hier zwei Bosse hintereinander, das war hier die Herausforderung, weil der Gegner an sich ist nicht schwer, aber hier, weil die Mauer halt so langer Kampf ist, ist man da halt versucht, seine ganzen Gegenstände einzusetzen und
dadurch kommt man dann durch zum Panikmeister mit relativ wenigen Heiltränken, Zaubertränken und so weiter. Deswegen muss man hier wirklich Disziplin wahren, dass man hier möglichst wenig Zauber einsetzt und so weiter. Aber dadurch zieht sich der Kampf halt noch länger hin. Also, ja, ein bisschen nervig. Genau, denn der Panikmeister, den geht zum Kaiserpalast. Hier der Stahlanbeter, was ein recyceltes vom ganz Ersten. Ja, war, ist ganz nett, habe ich jetzt keine große Erinnerung, ehrlich gesagt, dran. Denn hier der Beta-Cybermax ist im Prinzip derselbe Gegner wie aus der Wüste. Also hier, wie gesagt, hier fängt wirklich das Recycling an. Aber hier ganz zum Schluss kommt Lufti endlich und man kann sich mit Lufti bewegen. Herrlich. Mit der Trommel, denn natürlich später kann man immer wieder rufen. Ja, den Zapplergürtel kann man sich besorgen, dass man nicht mehr gezappelt wird. Der Lufti hat natürlich aber auch den großen Nachteil. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwo sieht. Auf jeden Fall, wenn ihr mit Lufti fliegt, seht ihr halt Mode 7 effektmäßig halt die Welt vor euch. Problem ist halt, ihr wisst halt nicht genau, wo ihr hin müsst. Und das kann durchaus etwas verwirrend sein. Deswegen haben sie wahrscheinlich auch Lufti erst so relativ spät in das Spiel integriert, damit man halt am Anfang sich nicht gleich verläuft, nehme ich mal an. Schicksalsberg, genau. Schönes, den Nachtpalast fand ich immer sehr schön, weil der logischerweise sehr, sehr dunkel gestaltet ist. Das ist im Prinzip halt das übliche Palastdesign, nur halt auf dunkel gemacht. Fand ich sehr schön. Nocturne auch sehr schön. Ich glaube, der Gegner, der war auch relativ Standard. Und auch da haben sie mal wieder mit dem Kontrast gearbeitet, ne? Man kommt von der Nacht in die Goldstadt, was natürlich vom Farbspektrum her was ganz anderes war. Also Abwechslung war auf jeden Fall immer sehr groß drin. Genau, hier wieder der Kuscheltiger, eine neue Version. Wie gesagt, ich glaube der dritte Boss oder was das war. Sehr schwer auch hier wieder. Hier benutzt man hier wieder, dass es da zwei Endgegner gibt. Laterna. Neu, genau. So, und dann geht's hier weiter zum Mondpalast. Hier, genau, hier sieht man schön die Ansicht. Das Problem ist halt, es ist halt natürlich logischerweise nichts beschriftet, was so gesehen natürlich realistisch ist, aber naja, gut. Ja, der Dämonenritter, der war auch nicht gerade einfach, glaube ich. Also da habe ich jetzt auch gar nicht mehr so frische Erinnerungen jetzt dran, weil mein Let's Play, ich glaube, hier irgendwo aufgehört hat, da habe ich einfach keine Zeit mehr zugefunden und bevor man sich den motivieren muss, naja, ihr kennt es selber. Da, aber an den Kampf kann ich mich noch gut erinnern, und zwar den Doppelgängerkampf. Und zwar habt ihr quasi gegen euch selber gekämpft. Das war richtig, richtig klasse. Da haben sich mal was Schönes einfallen lassen. So, Baumpalast. Kriegt ihr mal wieder einen neuen Mana-Samen natürlich. Harzinger ist natürlich der Wächter des, ja, des Baumes. Der Gegner Plasmabeißer, dem habe ich jetzt keine besondere Erinnerung, ehrlich gesagt. Aber war jetzt auch okay, würde ich sagen. So, denn die Dämonenfestung. Also man merkt so, man muss sich immer durch diese Festung kämpfen. Die sehen meistens halt immer alle gleich aus, haben natürlich ein anderes Farbspektrum. War okay. Der Doppelkopf ist auch wieder ein recycelter Boss. War in Ordnung. Genau. Da muss man den ganzen Orbs bei. Auch hier der Killroy. Auch da war der mal wieder relativ einfach. Ist im Prinzip ganz nett. Aber naja, auch hier Drachenechse recycelt. Die Medusa, die war neu. War auch okay. Also man merkt, je weiter man nach hinten kommt, desto mehr Zwischenbosse gibt es. Ne? Hier der Gamma Cybermax ist wieder, glaube ich, ist mittlerweile die dritte Version. Genau. Der Mana-Baum, genau. Ach, an das Bild kann ich mich auch noch daran erinnern. Das war richtig schön. Als man das so weit gekommen ist. Hier muss man sich dann mal ausnahmsweise durch einen Wald kämpfen. Auch hier recycelte Gegner, Sonnenküken, Drachenwurm und so weiter. So, und an die Mana-Festung. Das ist die letzte Bastion, die es gibt. Da weiß ich noch ganz genau, da habe ich mit meinem Kumpel Carsten, heißt der. Das ist die letzte Festung. Sehr, sehr, sehr hart, muss ich sagen. Und zwar haben wir es immer wieder versucht, immer wieder gescheitert, bis ich dann irgendwann auf die Idee kam. Okay, also ich kannte das Konzept des Grindens noch nicht. Ich muss mal kurz zurückblättern. Das Konzept des Grindens nicht. Aber ich habe mir gesagt, ich muss meine Waffenlevel hochbringen. Also habe ich mir dann
alleine halt ausdauernd immer und immer wieder, man sieht ja kein Bild leider, aber hier im Eispalast in der Winterwelt, da habe ich den ganze Zeit gegrindet und die Waffen geupgradet. Und zwar war das eigentlich ganz gut, man konnte in dem Areal ganz gut rundlaufen. Und man kämpfte da gegen Wölfe, die waren, konnten jetzt keine großen, dass sie einen irgendwie verzaubert haben oder sowas. Die konnte man gut killen. Und deswegen habe ich auch diese Musik von dieser Winterwelt so im Kopf und die ist so herrlich. Aber jedenfalls habe ich es gegrindet. Und dann habe ich es irgendwann geschafft, Tantalus ist der Endboss, den alleine zu besiegen. Und zwar war natürlich dann der Kumpel halt nicht da war. Wir haben oft zusammen halt gespielt. Das habe ich aber alleine geschafft. Und da war ich relativ stolz auf mich. Ich glaube, der Carsten war dann so ein bisschen angesäuert, dass ich es alleine gemacht habe. Aber nun gut, ich habe ja auch den Grind investiert, würde ich sagen. Ne? So, und zum Schluss kommt nämlich auch der Mana-Drache, den man dann besiegen muss. Sehr, sehr harter Kampf, war sehr, sehr herausfordernd. Also es empfiehlt sich wirklich, zumindest aus meiner Retro-Perspektive, da vorher mal ein bisschen gegrindet zu haben. So, das war der Guide. Wie gesagt, ist sehr schön geschrieben und sehr detailreich auch mit den ganzen Bildern und so weiter. Waffen und mehr, hier sind nochmal hier die ganzen Rüstungsteile aufgelistet, wo man was kriegt und so weiter. Finde ich sehr, sehr schön. Habe ich natürlich damals nie benutzt, weil ich dann eher, ein neues Gebiet. Ich gehe mal in den Laden rein, da gibt es bestimmt was Tolles. Hier auch mit den Waffen. Also meine Favoriten waren wirklich Lanzenwaffen. Ich glaube das Schwert, weil hey, Mana-Schwert und die Peitsche. Die waren immer meine absoluten Lieblingsdinger. Die Distanzwaffen fand ich immer nicht so doll. Die Klaue auch nicht, weil das zu nah dran war quasi, ne? Hier den ganzen schönen Gegner, ach herrlich, wenn man so die Grafiken sieht, also da haben sie sich wirklich groß verausgabt. Wie gesagt, da gibt es natürlich auch die verschiedenen Farbvarianten. Gehasst habe ich immer diese Höllenspione, weil die immer neue Gegner ausgespuckt haben und man die damals immer sehr gut hauen oder schnell erledigen musste. Pogo-Pusche natürlich absolute Kultgegner, genau die Frostköter, die habe ich wirklich gefarmt ohne Ende. Tomatenmänner, die waren nervig, weil die immer so leicht geschwebt sind und dadurch halt auch sehr, sehr schwer treffbar waren. Eiermann genau dasselbe. Aber auch diese Namen, ne? Herrlich. Turbopuschel, Pogopuschel, Gülleküken, da war sie noch. Gülleküken, herrlicher Name. Sperrkuper, einfach Schildkröte auf vier Reifen, bin Auspuff hinten dran. Herrlich. Hier geht's weiter. Da sieht man auch wirklich, dass das wiederholt sich halt durch die verschiedenen Farben. Hier die Pilzköpfe, die habe ich angesprochen. Das war auch ganz cool, dass es in diesen Festungen halt diese Stühle gab, die Gegner waren. Einfach so wirklich kein Monster, sondern einfach ein Stuhl. Herrlich. Hier haben wir nochmal alle Monsterbosse. Wie gesagt, die Mauern waren immer... Ach, gibt's anscheinend doch zwei. Sehr, sehr nervig. Ach nee, hier. Da. Ah, also gibt es sogar viermal. War immer sehr, sehr nervig. Den fand ich eigentlich ganz okay. Der hat viel, viel eingesteckt. Der war auch sehr nervig. Und wie gesagt, hat dieser Tiger. Ich glaube, das gehört zu den bei normalen Bossen. Gehört es wirklich fast zu den schwersten. Während die hier eigentlich relativ einfach waren. Genau wie die. Die kam halt immer so seitlich im Bildschirm. Muss man halt ausweichen. Aber sehr schön, dass das hier alles so richtig schön, ja, beschrieben wird. Und wenn man nicht weiterkommt, hier auch immer so Hinweise, auch hier helfen Schlammbombe und Blitzschlag zum Beispiel. Das heißt, man wurde da wirklich nicht alleine gelassen. Hier nochmal ein Glossar A bis Z und hier nochmal Werbung für den Multitap. Was ich hier auch prima fand, ich weiß auch, ob man das gut sehen kann, hier hat mein Vorbesitzer, ich habe mir das ja bei eBay gekauft, weil meine Version damals leider nicht mehr existiert, die Quittung dafür gekauft. 129 Mark hat das gekostet für die SNES-Kassette. Ha, herrlich. Rückseite nochmal das schöne Motiv. Ja, dann sind wir durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe meine Kamera, glaube ich, ausreichend getestet. Das Video ist, glaube ich, auch nicht gerade kurz geworden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch ein paar Anregungen habt, vielleicht noch mal was anderes sehen wollt, haut es einfach in die Kommentare rein. Und ansonsten danke, dass ihr reingeschaltet habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.